Holo suche ich ja noch. Oder habe ich gesucht bis jetzt? Weil jetzt habe ich ihn ja. Ah, da ist er. Und was sage ich? Man trifft auf 2 Meter das Ziel nicht. Ist doch heftig, oder? Jo, das ist schon nicht mehr witzig. Ich darf nur, jetzt darf ich nur nicht vor die Kanonen kommen, weil dann macht er mich fertig. Ja, ich war zu langsam und sprinten kann man während dem Hacken nicht. Ah, das hält sich ein Stück weit. Ach, jetzt repariere ich den auch noch. Ha, ich hab ihn. Wo ist mein Feind? Da! Okay, einer. Jetzt fehlt mir noch ein zweiter. Warte, der war vorher noch... Hä? Der war doch vorher noch feindlich. Wo ist denn der jetzt hin? Okay, ich suche mir jetzt mal den anderen, der hier noch rumrennen soll. Angeblich. Und ansonsten... Ah, ich habe eine Vermutung, wo der sein könnte. Und zwar in diesem... Okay, das hat ein bisschen gewackelt. Sieht mir ein bisschen wie auf dem Schiff. Die Schiffe kommen ja erstmal. Ne, der könnte... Was habe ich gesagt? Ist ein schöner Bug, die sammeln sich hier. Ich hatte einmal, da waren da 10, 20 Leute und die habe ich alle mit einer Granate in die Luft gejagt. Leider nicht im Let's Play, aber es war schön. Ich habe 2 Granaten reingeworfen und habe ziemlich alle erwischt und den Rest habe ich abgeschossen. Okay. Ja, das war cool. Und ich habe meine 10 pro Leben erwischt. Hier mit den 35 zu 3 ist das schon ganz okay. Das sind dann 12.27. Da sind wir ja, ganz gut dabei. Okay, das muss ich nicht alles verstanden haben. Das sind 12,27 zu 1. Abschüsse zu Tode. So. Ja. So. Ja. Guten Morgen. Ja, ist gut. Alle Flotten erwarten Befehle, Sir. 2300. Da können wir dann... Oh ja, die sind immer ganz praktisch. Sie einen Bonus zum Kauf. Ja, jetzt brauchen wir nochmal einen Bonus. Ich glaube, wir nehmen Bonus, Truppen, weil die recht günstig sind. Und dann gucke ich gerade mal. Hier hinten müssen wir nämlich auch noch hin. Fliegen wir doch gerade mal da in die Richtung. Damit wir dann eben da starten können. Kriegen wir das nächste Mal. Ich kann gerade den Namen nicht gucken. Aber er sagt es uns bestimmt wieder gleich so cool. Ach, Tatooine. Oh Gott. Ja, die brauchen ja irgendwelche Namen. Wählen Sie einen Bonus für diese Die Rebellion hat den Bonus Garnison eingesetzt. Bonus Bacta-Tanks aktiviert. Ah ja, Bacta-Tanks. Erinnert mich nur an eine gewisse Stadt, die oft in den Nachrichten ist. Also, Ja, irgendwoher müssen die Leute auch ihre Inspiration nehmen. Aber Bagdad einfach nur mit C anstatt mit K zu schreiben? Oder ist das sogar schon richtig? Ich glaube mit K, oder? Ich möchte jetzt nicht lügen. Die feindlichen Truppen wurden mit Bagdad verbessert. Unsere Garnison wurde mit zusätzlichen Truppen verstärkt. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann rennen wir mal hier mit... Ah, Feindkontakt. Ja, wie sieht das? Verdammt. Nein, das ist ja nicht Bagdad. Nee, aber es schaut verdammt danach aus. Der Bonus heißt so, den die haben. Aber es passt gerade eher zum Thema. Ja, an sich passt das schon, das stimmt. Ja. Nein, das ist ein Scharfschütze. Ja. Ah, verdammt. Was ein Drecksack. Hier ist irgendwo noch ein roter. Ich weiß gerade nicht wo. Nee. Doch. Wie kam der so schnell da runter? Wir haben einen Kommandoposten verloren. Okay, ich brauche jetzt erstmal Leben. Und dann kann ich weitermachen. Wir haben einen Kommandoposten unter Kontrolle.
Hey, den haben wir ja doch noch. Den haben wir doch noch bekommen. Okay, jetzt schaut mal hier. Das ist immer so eine fiese Sache, dass die da direkt an der Ecke stehen. Und mal hier auf dem Dach, woher die da die ganze Zeit kommen. Oh, noch ein Piepen. Feinde haben einen Kommandoposten eingenommen. Na, ich kann ihn nicht abschießen. Bleib tot. Schönes Kommando, ja. Hab mich auch schon drüber gewundert. Ich find's aber irgendwie cool. Komm mal, ein kleiner Ball. Ich weiß nicht mehr, welche... Ach, verdammt, welche Taste war nochmal Perspektive wechseln? Ich guck das gerade mal. Optionen. Steuerung. Ja, das ist ein bisschen klein. So. Rollen. Ach nee, das brauche ich nicht. Einstein und oh Gott. Vorwärts, rückwärts, horizontal. Horizontale Sicht, vertikale Sicht. XY. Ja, aber ich glaube XY. Eine Maus. Nee, XY nee, auf dem. An den Tasten. Genau, an ja. den Tasten. Rückwärts, vorwärts, rechts, links. Annehmen, ablehnen, Spielliste, Chat. Komisch. Irgendwo gab's noch mal irgendwo gab's Perspektive wechseln. Naja. Ist ja egal, wird weitergespielt. Was soll's? Bam. An den Seiten. Okay, machen wir es mal wie irgendwo im Guerillakrieg und auf den Tisch. Oh ja, ein ganz fieser. Die treffe ich immer ganz. Wow, shit. Sekunde mal. Okay. Jetzt suche ich mir. Ah, ich bin ja voll in der falschen Ecke für meinen üblichen Sniperpunkt. Ich glaube, da mache ich mich jetzt mal hin. Das ist gar nicht mehr auf der Karte drauf. So. Wow, der hat was geworfen. Verdammt. Ich will mir doch nicht meinen eigenen Mann eine Granate in den Rücken werfen. So, jetzt sind wir gleich da. Ah, sehen wir noch. Ja, hier geht's so ein bisschen rund. Zeigen Sie den Weg. Immer wieder so. Ach, diese Piepen das andauern. Was macht mich mit den Piepen? Das ist so eine Auswahl. Ah, ich bin schon wieder. Ja, jetzt bin ich an allem vorbeigelaufen. Auszeichnung, ich habe mir gedacht. Achso, ach, Auszeichnung Elitegewehr haben wir auch schon. Ja, die Auszeichnung. Ja, die sind schon ganz hilfreich. Die geben so Bonis und alles. Ja, ach, verdammt, ich hab die mal der 20. Mhm. Ja, die hat. Ja, jetzt laufe ich in die falsche Richtung drumherum. Naja. Wow. Zum Glück sind das unsere Leute. Ich nämlich unsichtbar machen, das ist so eine coole Sache bei denen. So, jetzt gibt es ein bisschen Leben und Munition, die brauche ich auch. Weil ich stehe auf meinen Sniperpunkt. Ist ein ganz heißer Tipp für alle, die so von oben ein bisschen die Leute abschießen wollen. Von hier oben aus kann man das richtig gut. Hey, cool, wir sind Sniper. Ja, aber das ist wirklich ein Scharfschütze. Das ist das Coole da dran. Dass der Computer das auch mal checkt. Wir haben einen Kommandoposten. Ich würde zwar nicht sagen, genau zwischen die Augen, aber ganz gut. Ja, nochmal. Wir haben einen Kommandoposten dazu gewonnen. Auch noch. Sie verlieren Verstärkungstruppen. Schadenssteigerung. Ja, das ist auch praktisch. Da rennt einer hier hoch. Die Geschütze schalte ich immer gerne aus, weil die immer so fies harte Schüsse drauf haben. Das ist dann immer ganz praktisch.